Trage übrigens eine Brille, damit ich auch hier was erkennen kann. Ah, ich bin blind. So Was? sehe ich nichts. Was? Was? Egal. Trage eine Brille! Gerade eben habe ich Ja. keine getragen. Das ist hier ein Dill. Ich wollte eigentlich nur sagen, Nee, willkommen ist zur so nächsten nicht. Ist Folge, das aber eine ja. ernsthafte Rückenkratze? Okay, beginnen wir die Folge jetzt einfach mal Eine so. Rückenkratze. Wir haben das Messer am Link Start. ganz oben in der Videobeschreibung. Arschkratzer. Nein, nein. Arschkratzer. Geh, kaputt. Geh, kaputt. Das geht nicht. F kannst du testen auch. Ah, okay. Ernsthaft. Da kommt mir keine Aufnahme um und lässt das. Was? Ich mach. Mach weiter. Lass mich durchziehen. Irritiert. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Kann ich talken? Das ist jetzt am Bett. Egal. Kann ich talken? Steuerung, glaube ich. Oder? Nein. Also C? C? Keine Ahnung. Nein. Es geht nein. nicht. Nein. Das ist unmöglich. Ah, Mist. Was denn? Das bin ich nicht. Crouchen. Was? Crouchen. Was ist das? Auf dem Boden rumkrabbeln. So. Sag doch direkt auf dem Boden rumkrabbeln, Junge. Das war ich schon Englisch. International People. Oh, Kräuter. Drogen. Soll ich da jetzt Linkstick machen? Ich glaube, dann schieße ich aber. Nee, kannst beides machen. Linkstick oder F? Wow. Wow. So, jetzt muss. Ja, genau. Okay, Steuerung geht da. Mir kurz mein Handy geben. Du zockst jetzt kein Feld? Nein! Ja, ich guck jetzt mal hier. Ich muss nur kurz was gucken. Tatsächlich nichts. Der lebt doch noch, oder? Okay. Kann das jetzt? Er wird leben. Hm. Na? Ach, verflucht. Lecker. Hä? Was? Nein. Du stehst doch locker gleich auf. Hast du was, ne? War du? Ja. Bin ich misshandelt? Was? Ja, wir brauchen Klebeanschlüssel. Hast du jetzt schon Angst? Ja, ich hab Angst um die Blätter. Verdammt, Kleeblätter, nein! Sie verfolgen mich in meinen Träumen. Oh. Kommt der jetzt eigentlich hinterher oder? Nee, kommt der später. Also hier kann ich jetzt nicht nee, raus, wie es aussieht, oder? Die Fenster kannst du dicht machen, wenn du Blätter nicht kriegst. Du hast keine Bretter. Oh. Nicht deins. Nein, das ist nicht gut genug. Das ist doch kein Klebeband. Das muss Material sein oder so. Macht das Sinn? Macht das nicht Sinn? Das Fenster hält. Okay. Guck, hält. Guck, geht gar nicht kaputt. Aus. Bleib liegen. Nein. Bleib liegen! Bleibst du liegen? Hallo? Oh. Drei Schüsse brauchen wir an. Sie hat es anscheinend nicht verstanden. Bleib liegen! Mali, okay. Jetzt bleibst du liegen bleiben. Okay. Wie sieht das eigentlich hier mit Nachladen aus? Ja. Ich wollte noch eine kurze Anmerkung zum Messer machen, bevor du weitergehst. Mhm. Wenn du angegriffen wirst, kannst du mit Leertaste dich verteidigen mit dem Messer. Es bleibt dann aber erstmal im Kopf stecken und du kannst es erst wieder rausziehen, wenn der Typ tot ist. Wollte ich schon sagen. Dabei nutzt das Messer aber ab. Wenn du das mir so sagst, dann wird dir gleich irgendwo einer kommen. Ich sag nur im Allgemeinen. Kommt der vielleicht hier raus? Aus dem Automat. Hey, ist das nicht der Typ, der über. Der lebt noch. Der, wie heißt der mal?
Marvin. Ich bin den Namen wieder vergessen, er hat ihn uns vorgestellt, aber. Er ist Marvin. Irgendwas. Munition? Ja, komm, kombinieren, genau. Du kannst nämlich noch den Slot auswählen, wo du es hinpackst. Ich klicke einfach die Munition nochmal. Ja. Wollen wir lesen? Wollen wir das lesen? Überspringen wir das? Ich weiß doch, wie ich in Resident 7 wie so ein Analphabet gelesen habe. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. Zusatz. Eine der zufluchtsuchenden Personen hat uns Mitte der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. Genau. Typisch. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen, dabei mehrere Personen gefordert. Einige belebt konnten zwar hinter die Sicherheitstür flüchten, sie jedoch umzwingen. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Und der nächste Tag im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Da bestaffen 12 Personen und gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt alles im Chaos. David Ford. Das waren die News mit David Ford. Wir gehen weiter. Zurück ins Studio. Ich gebe zurück ins Studio. Wie sieht's hier aus? Wir sind Zombies. Danke, Olli. Oh, Mann. Also wir brauchen irgendwie so eine... Na ja, gut. Vielleicht kann ich ganz wenig zu dir zurück. Kann man nicht aufknallen, also aufschießen? Nee. Das ist eine Karte. Karte Polizeistation. 1F. Oder meine etwa F1. Nein, du musst Space. Mein Gott. Gut, das sind jetzt. Wir sind da, ne? Mhm. Und woran sehe ich jetzt, wo ich hin muss? Ist das irgendwie nochmal markiert? Nee, ich glaube. Dann. Ich weiß nicht, was wir machen. Achso, wird durchsucht? Von wem wird das durchsucht? Okay, das ist schon alles komplett durchsucht. Ah, okay. Ja, ja, verstehe. Wo müssen wir hin? Links. Oh! Kann ich ja eigentlich auch so mich anschleichen und killen? Ich weiß es nicht, hab ich noch nicht versucht. Ich glaube, der merkt mich, aber mal sehen. Also der Fettsack will einfach nur seine Snacks haben. Und den kann er nicht machen. Kann ich nicht mit dem Messer attackieren? Wow, das war's? Ja. Scheiße! Jetzt ist das Messer rausziehen. Aber das steht doch nicht auf, der Kopf ist noch da. Aber hast du gesehen, ein bisschen abgenutzt ist das Messer jetzt. Oh, toll. Ja, ist egal. Toll. Ich finde ein neues Messer. Aber es ist nämlich irgendwie. Woher weißt du das? Weil das muss so sein. Sonst würdest du es nicht abnutzen. Aber es ist schon cool, dass der fette Polizist an so einen Snackautomaten wollte. Okay. Nein. Stehst wach, ich habe eine Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen. Die müssen das ist so wichtig, es muss grün unterstrichen sein. Also, wo meint denn? Ersatztasten. Merkt euch das. Ersatztasten. Repariert werden. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Du Dreckskerl. Dann würdest du uns halt einen Mist im Bauch. Ja, wir reden über dich, Jod. Okay, danke. Ersatztasten. Verstanden? Was? Ersatz! Ersatz! Tasten! Du kannst damit den Ersatz! Tasten! Du musst die einzelne Taste, die du mir abgenommen hast. Nein! Das ist keine Ersatztaste! Na, guck mal, jetzt kannst du. Ist das? Okay, warte mal. Guck mal, das sind die ganzen Schließfächer. Das heißt, du kannst jetzt da. Das eigentlich. Es fehlen zwei und drei. Wie soll ich denn hier was. Ernsthaft? Ja. Okay, wir haben 101. Bis 109 und ich muss die ganze Zeit jetzt durchgehen. Ja, also 101 bis 2 bis 900 irgendwas. Achso, fail. Wir haben 101 bis 109. Wo? Achso, deswegen geht mal 109. Ersatztasten! Ja, aber wir können 101 ergeben.
Alter. Okay, gibt es noch mal ein oder zwei? Okay, warte mal. Geht nicht. Geh mal zurück. Guck dir mal an, was wir haben. Du meinst hier? Ja, was offen ist und was nicht offen ist. Okay, das ist die 200. Seite, die können wir eh nicht öffnen. Okay, 203 brauchen wir. Die 200. Seite können wir eh nicht aufmachen, deswegen. Die brauchen wir, 208. Alter. Gott verdammt. Kann doch nicht sein. Nachladen. Nein. Achso, ich hab keinen. Nein. Ich bleib so. Hast du einen Ersatz, hast du dabei? Ja, super. Was haben wir denn hier hinten? Oh, wir brauchen eine schöne Karte. Mathilda, wir wollen die Mathilda haben! Ja, scheiße, das heißt, wir brauchen einige Zahlen. Verpiss dich! Wolltest du jetzt nicht mal was öffnen? Was soll ich denn öffnen können? Die 102 zum Beispiel. Ja, wie denn ohne die 2? Stimmt, 103 vielleicht. Oder 104. Ja, wieder ohne die 2. Warte, was soll anders sein? 105 oder so? 106. 106. Und da war, glaube ich, 109, glaube ich, ne? Meinst du? Nein. Warum auch das Numpad benutzen? Das war's für Opfer. Oh mein Gott, scheiße. Ich krieg die Hand nicht mehr weg. Hallo? Ein Film. Ein Film, lol. Ach, die alten Filme sind das. Stummfilm. Jo. Und der Rest war ja nicht möglich, ne? Ja. Ja, das ist ja alles 2. Okay. Hallo? Später. Ist der durch? Dann mal gucken, was wir hier so haben. Noch Fit? Nee. Ja, wir können selber so gut herstellen. Okay, Flintmunition. Ah, okay, alles zum selber herstellen, geil. Auto Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, dass Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene. Ich habe gerade Mutationen lesen wollen. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Mutationen. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Okay. Was sagt ihr? Juju? Wer ist denn Juju? Oder ja. Ich bin gar nicht da. Besetzt das nicht immer noch. Da! Nein! Ich bin am Stich. Ich kann es nicht mehr haben, wenn ich drin bin. Das tut mir leid, Mann, das tut mir leid. Ah, hier geht's auch noch rein. Komm, spring mich an. Okay. Bespring mich. Ja. Bespring mich. Okay, wir haben die Kombination nicht. Ist das eine ganze Kombination oder nur eine Zahl, die man braucht? Ich schätze mal eine Kombination. Ja. Sonst wäre es, glaube ich, zu einfach. Hallo? Klick, klick, klick. Ja. Ah.
Egal, Galter ist gerade da aufgestanden. Ich muss kurz was lesen. 28. September, 2.30 Uhr. Ja. Was du bist, lies weiter. Ich sag einfach nur Runde. Außerdem sind noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Emotionen und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ihr habt es nicht geschafft. Kurze Zusammenfassung, wir haben es nicht geschafft. Edit. Edward. Okay. Schließen. Okay, dann schließen. Du wärst gerade aufgestanden. Oh. Obwohl, ich mach das nur für dich. Du bist so ein Bastard. Der gibt immer noch nicht auf, ne? Wie wird er nochmal aufstehen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Sein Kopf ist nicht explodiert. Noch. Das war auch zu erwarten. Bleib liegen da unten. Du darfst hier gerne. Schuss. Nachladen würde ich sagen. Es wird langsam knapp mit der Munition. Da war Marvin, der Schwalle. Yay, noch ein Einsatzbericht. Ja! Das sind wir. Liam S. Marsha Kennedy. Leo Marsha. Sie bekommen als erstes Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Oh. Wow. Wir bekommen einen besonderen Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Wow. Wir sind besonders, okay? Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtücher ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich den Namen Ihrer Kollegin einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon S. Marsha Kennedy. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Lieutenant Brenage. In einer Ecke zwischen den Blutflecken gekritzelt. Warte. Ja. Achso, das ist jetzt die Ortskennzeichen. Sehr froh, dass du nicht hier bist. Anfänger. Gut, Genau, jetzt müssen wir erstmal die. Komm ich, die Pulte durchgehen. Oh, mies. Okay, was haben wir denn hier? Wer sitzt hier? Der Vorname, ne? Weil ich glaube schon. Also N. E. Sag doch, ich hätte nicht bei dir sein. N-E-D. Ned. Ned Flanders. N-E-D. Steht im Space. Okay. Okay, M. R. Das war's. Lass jetzt checken einfach durch. M. R. Wie hieß das? Scotties oder so, oder? Die gibt's nicht. LOL. LOL. Ja, fürs Try, ne? Ja, Mathilda. Nein, jetzt kann der Mario noch mehr verballern. Ja! Ich muss nicht austauschen, nicht aus. Du hast gerade. Ich hab was ausgetauscht. Nein, komm, du musst kombinieren. Kombinieren mit der Waffe. Oh. Boah, Digga. Okay. Nachladen? Nein, okay, ist schon voll. Ne, ich hab die gar nicht in der Hand. Wie wähle ich die aus? Okay. Zwei, glaube ich. Zwei? Ja, kannst du einfach reduzieren. Kannst du hier. Schlau, ist schon okay. 24 Schuss, geil. Nicht mehr da. So, dahinter war ja nichts mehr, ne? Ne. Nee. Dann mal gucken, was hier oben. Wer? Ach, fick dich doch. Hallo. Komm.
Jetzt hast du, wenn du gleich nachlässt, keine Reservemunition mehr. Alter, das hat dir nicht gefallen. Das war nur ein Scherz, Mann. Das war nur ein Scherz. Prank. Tut mir leid, Mann. Okay. Der steht nochmal auf, ne? Ganz bestimmt. Okay, jetzt kannst du das noch einmal benutzen. Scheiße. Schlitz. Okay, er bleibt. Nachladen? Okay, zweiter Schuss. Ja. Robert, auf welchen Schwierigkeitsgrad willst du eigentlich spielen? Ja, Schwierigkeitsgrad Mario. Mario verballert die ganze Munition. Ach Mann, leck mich doch. Gut, da kommen wir auch nicht weiter. Da war ja auch nichts, wo wir jetzt hinkommen. Da hinten haben wir noch einen Tresor, wo wir auch nicht rankommen. Ganz bis. Ja gut, dann heißt ich muss jetzt hier wieder raus. So, nach rechts zu dem Typen, glaube ich, der noch Aufmerksamkeit will, ne? Ja, der will immer noch Aufmerksamkeit. Soll ich so verballern? Komm, komm durch. Nein, das hält. 100 Pro, das hält, das Fenster. Das ist sofort auch gesnappt. Ja. Guck mal, da ist Kraut. Warum tauscht das aus? Ich will sie auch so. Ah, oh, da hast du die Holzpatente, du meintest. Hat ein Panzertech gefehlt, oder was? Ja, genau. Erkennst du das, Mario? Wie erkennst du es? Ach, warte. Es gibt Safe Rooms? Ja. Safe Room! Geil. Schwierig. Von Kräuter. Wir können auch Kräuter herstellen. Also mit Kräuter können wir Medizin herstellen. Ja, ich glaube, das muss ich jetzt nicht durchlesen. Es geht hier wesentlich nur um die Kräuterherstellung. Okay. Grün, blau und rote Kräuter. Okay, wahrscheinlich nur die verschiedenen Stärken. Ja, und die geben auch irgendwas anderes noch Tolles. Ich weiß auch nicht, was irgendwie Artillerie noch so. Kein Platz mehr. Nein! Also, Omo, ich würde ja gerne Munition aufnehmen für dich, aber das Spiel lässt es nicht zu. Ja, du, da ist noch eine Kiste. Wo? Da hinten. Da kannst du ein bisschen was verstauen. Ich schmeiß mal die Munition weg. So, wie war das? Draufklicken, verstauen. Den Film? Ja, genau. Egal. Ja, okay. Erst bald. Ich würde sagen, also das war jetzt Folgenende, würde ich sagen. Weil ja, ich sammle das mal gerade auf. Anders 20 Minuten. Ja, es geht schnell. So, hier speichern wir gleich. Ist das noch der Raum? Hier kann man den Film oder? Entwickeln lassen. Deswegen würde ich das halt machen. Ach, Leute, das gehört mit dazu. Okay, ja. Kräuter. Oh, sorry. Okay. Okay. Und hier ist wahrscheinlich dann zum Entwickeln. Genau. Gut, dann. Ich würde sagen, das machen wir noch und dann war's das. Film entwickeln? Genau. Oder? Dazu brauchen wir halt den Film. Ja. Schießpulver vielleicht verstauen? Viel Pulver. Oh, das hätte ich auch früher machen können. Dann. Benutzen? Ja. Benutzen. Oh. Ist das Jesus? Ja, das mein Sohn. Okay, ist das Jesus was? Das mein Sohn ist Jesus. Jesus war ein König. Okay, was ändert uns das? Wir brauchen einen Schlüssel oder was hat der in der Hand? Der hat einen. Genau. Das sieht aus wie ein kleines Zepter, aber man könnte das auch als Schlüssel eher locker verwenden. Ich oder weiß nicht, ich habe ja also komische Griffe, deswegen dachte ich so. Ja. Also Herzform und Pick und Kleeblatt und. Hast du nicht gesehen? So, habe ich das Foto jetzt bei mir dabei oder? Ja, das ist in deinem. Wenn du dein Inventar drückst. Okay. Genau oben die. Naja, genau da. Ah, okay. Gut, dann. Speisern! So, schreiben wir jetzt hier einmal ein kleines Gedicht.
und sehen uns in der nächsten Folge mit Umut wieder. Cut!